mein zweiter Geburtstag, der Tag meines Schlaganfalls. Ich kann mich nahezu an jede Sekunde erinnern. Klassischer Arbeitsbeginn, 6 Uhr in der Früh trainieren, 7.30 Uhr erstes Frühstück, 8 Uhr ersten Termin und 9 Uhr im zweiten Termin. Mitten im Termin habe ich absoluten Gedächtnisverlust gehabt, konnte nicht mehr Namen von Mitarbeitern sprechen, wusste nicht mehr die Projektzahlen, wo wir gerade mit der Bank darüber gesprochen haben, war eigentlich in dem Moment extrem perplex, was mit mir los ist. Also ich war wirklich schockiert, ehrfürchtig und habe mir gedacht, was ist jetzt los eigentlich mit mir? Bin dann kurz in die frische Luft gegangen, habe dann meiner damaligen Partnerin eine Nachricht geschrieben, eine Sprachnachricht. Und auch dort in der Sprachnachricht war schon mein gesamter Vokabularfluss gestört. Und da ist gleich die Meldung an meinen Bruder gegangen, der hat gleich gesagt, sofort Spital, die Freundin hat angerufen, bitte, bitte fahrt ins Spital. Ich habe gemerkt, wie ich ins Spital gekommen bin, dass eigentlich mein Körper eigentlich komplett runtergefahren ist. Also ich war immer schwächer und schwächer und ich habe einfach nur gemerkt, wie alle herumrennen. Ich bin von Rollstuhl auf Liege, Liege auf Rollstuhl, dann war ich nur mehr auf der Liege. Wirklich einmal ganz eine andere Situation. Also man ist ein bisschen perplex und gleichzeitig in so einem Überlebensmodus, kann man sagen. Und das war, wie soll ich sagen, es ging äußerst schnell und es war ein bisschen angsteinflößend. Es ist eine Situation, die unbekannt ist und das ist einfach extrem arg schlimm und dadurch hat sich so ein kleines Trauma auch dann im Nachhinein gebildet. Also ich habe im Krankenhaus jeden Moment mitbekommen, also ich war bei vollem Bewusstsein, nur ich konnte nicht reden. Ich wusste meinen Namen nicht, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wie alt ich bin oder wo ich geboren war. Also totaler Sprach- und Gedächtnisausfall, kann man sagen. Das Lustigste war, um 14 Uhr, 14.20 Uhr, war meine damalige Partnerin bei mir in der Erstaufnahme auf der EBA und hat dort quasi gefragt, wie es mir geht. Und meine einzige Aussage war, kann ich bald wieder aus dem Spital raus, weil ich hätte noch 2 Termine heute. Also es war vielleicht in dem Moment ein bisschen zu extrem, aber ja, da ist mir dann wieder besser gegangen und bin dann verlegt worden auf die Stroke Unit, sprich die Intensiveinheit für Schlaganfall und war dort 5 Tage und war nochmal weitere 7 Tage auf der normalen Station und hatte am 12. Tag noch eine Herz-OP, wo sie quasi das Loch meines Herzes verschlossen haben. Quasi das Loch im Herz war der Auslöser für den Schlaganfall. Die Kernaussage medizinisch ist, dass es der Fehler war wegen dem Loch. Aber es war bei mir ein bisschen zu extrem mit den ganzen Arbeiten, Lifestyle und Co. Also 12 Stunden arbeiten, wenig Schlaf, ich sage mal nicht exzessiven Alkohol, aber viel Alkohol war halt auch noch dabei. Und ist klar, durch die Gesellschaft, durch Events, durch Abschlüsse und Co. Man trinkt halt extrem schnell ein Achterl Wein, ein Glas Champagner oder was auch immer. Und es ist halt leider in der Gesellschaft so verankert. Und es war halt, ich glaube, einfach für den Körper tendenziell zu viel. Also ich habe teilweise nur 4 Stunden, 5 Stunden geschlafen und habe halt nur gearbeitet, war unterwegs, Partner, Familie, Firma. Es waren so viele Dinge, die man gleichzeitig erledigen wollte, Freunde und Co. Und man ist halt irgendwo getrieben. Handy, E-Mails, telefonieren, Videocalls. Partner, dann irgendwelche Probleme noch von Freunden, um die man sich kümmern möchte. Und das ist einfach zu much gewesen, leider. Also ich habe davor, vor dieser Herz-OP eigentlich ziemlich viel Panik gehabt. In Wirklichkeit ist das ein Standardeingriff. Hört sich zwar extrem an, wenn da wer beim Herz herumfuchtelt und man dann eine halbe Stunde so vorbereitungstechnisch im OP-Saal liegt, aber dann diese 23 Minuten, wo diese OP nur dauert und man währenddessen am Fernseher mitschauen kann, das war schon extrem. Also auch dankenswerterweise nochmal an die Ärzte und die ganze Pflegepersonal, dass das so reibungslos, so smooth, so einfach funktioniert hat. Und es ist echt pervers, man schaut mit über die Leiste, fährt dann mit dem Kabel durch die Arterie, durchs Herz. Durchs Herz macht es einmal so einen kompletten Zucker durch den ganzen Körper. In kürzester Zeit war das erledigt und das war echt irre. Irre cool im Nachhinein und ich muss sagen, ich habe wirklich Angst gehabt vor der OP davor. Und es ist wirklich so ein richtiger Klacks an Eingriff. Die Schwierigkeit ist halt einfach, dass man nicht wieder in das Radl reinkommt. Und sie kommen wieder immer wieder in das Radl rein, aber du musst immer laufend ausbrechen. Du musst da mehr Pausen geben, die Welt dreht sich auch ohne dich weiter und es muss auch ohne dich funktionieren. Das war mal das Fazit vom Schlaganfall.
Ja, ich habe mir halt Alternativen gesucht und habe einmal die ersten 1,5 Monate sehr wenig gearbeitet. War einmal die ersten 2 Wochen gar nicht im Büro. Und dann habe ich mit 1 bis 2 Stunden pro Tag angefangen. Und das, dann habe ich das langsam gesteigert, auch dass der Körper sich langsam wieder daran gewöhnt. Und ja, und jetzt probiere ich halt das Maximum von 40 bis 50 Stunden in der Woche zu arbeiten. Mehr zu schlafen, ausgewogene Ernährung, viel mehr Sport zu machen. Also wirklich, wie soll ich sagen, die beste Version aus mir rauszuholen. Und zwar in einer Balance zwischen Zeit für mich selbst, Zeit für die Firma und für Freunde, Familie. Also wirklich alles irgendwie in eine Waagschale zu bringen. Ich glaube, ganz wichtig ist, Zeit für sich selbst zu nehmen und da ausgewogen sich ernähren oder zu sporteln. Also sei es laufen gehen, Radfahren gehen, auf den Berg gehen. Es sind so viele tolle Sportarten, die es gibt, wo man nichts braucht, außer Ballschuhe und Motivation. Ich würde sagen, das Psychische vom Schlaganfall ist komischerweise nicht gleich danach gekommen, sondern erst 9 Monate später, muss ich gestehen. Und es ist alles kommt von Panikattacken, wenn du leicht Kopfweh hast, dass der Kaltschweiß kommt. Also man kriegt wirklich da ein bisschen Angst, dass es wiederkommt. Und ich habe da wirklich externe Hilfe gebraucht, um das zu überwältigen, muss ich gestehen. Ich habe es allein nicht bewältigt und ich probiere wirklich alles allein zu schaffen. Aber seid nicht so stolz, sondern nehmt auch externe Hilfe an. Also das kann ich jedem nur sagen, wenn ihr ein Problem habt, egal ob reden oder ihr nehmt eine Therapie oder sonst was, schaut, dass euch irgendwer hilft oder lasst euch helfen. Ich glaube, das ist essentiell, wenn man sowas durchbraucht. Nochmals Dankeschön an die Ärzte und das gesamte Pflegepersonal. Und es ist echt wichtig, dass wir solche Personen in unserem System haben, die für uns da sind, wenn es uns allen schlecht geht. Und ich hoffe, dass das System, so wie es aktuell noch funktioniert, hoffentlich weiter funktionieren wird. Das ist mir ganz wichtig.